Im Anschluss Neues aus Waldheim. Mit dem Hotelchef Jan Gieshoffel aus dem nördlichen Tirol und Kai Hartung aus der Generation Praktikum. Grüß dich, Kai. Ja, brav ist er, brav ist er. Schau, kriegst du eine Wursti. Machst mal eine Wippe, eine Schaukel und ein Klettergerüst aus dem, gell, damit die Kinder was zum Spielen haben. Ja, wie denn? Ja, das kriegst du schon hin. Ihr Deutschen seid doch technologisch am letzten Stand. Außerdem, die Schaukel muss nicht perfekt sein, weil ich hasse Kinder. Frag mich, warum? Warum hassen Sie Kinder? Kinder sind Menschen am geistigen Stand von 3- bis 5-Jährigen. Genau wie der Dorftrottel unten im Tal. Hast du ihn schon gesehen? Ja, Ihren Zwillingsbruder. Ja. Ja, unheimlicher Typ. Jawohl. Ah! Was hast du denn? Ich glaube, mich an Fett gebissen. Kann das sein? Gibt es hier oben Zecken? Überall! Wir sind ein regelrechtes Zeckenalarmgebiet. Ich bin aber nicht zeckengeimpft. Zeckenimpfen? Wie soll denn das gehen? Das geht doch gar nicht. Die Tiere sind so klein, da kommst du mit der Nadel gar nicht hin. Und wenn ich gebissen werde? Dann drehe ich dich gegen den Uhrzeigersinn aus dem Zeck raus, damit dem armen Tier nichts passiert. Sie mögen Zecken? Ja, freilich. Wir Tiroler machen keine Unterschiede. Jedes einzelne Tier ist Gottes Geschöpf. Egal ob Amöbe oder Elefant. Das ist schön und auch ganz meine Meinung, aber Sie essen doch Tiere. Ja, auch. Ich bin zum Beispiel Vegetarier. Ich auch. Ich esse ausschließlich Tiere, die sich ausschließlich von Pflanzen ernähren. So, du Trottel. Weiterarbeiten, gell? Bis später. Für dich. Herr Gamsrockel ist merkwürdig. Ich nehme ihm seine große Tierliebe auch nicht wirklich ab. Er hat nämlich gestanden, seine noch viel größere Liebe zum Tontaubenschießen. Er sagte, er liebt einfach diesen Ton, den die Tauben von sich geben, wenn man auf sie schießt. Mei, Kai, da ist ja gar nichts weitergegangen die letzte halbe Stunde. Das ist ja gar nichts. Ihr Deutschen seid einfach zu gar nichts zu gebrauchen. Sie hassen Deutschland, stimmt's? Nicht das Land, nur die Leute.